Hi, ich heiße nicht nur Fabian, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Sonic Games spiele ich schon seit meiner frühesten Kindheit. Sowohl die Optik der Welten, die verrückt verschiedenen Charaktere, als auch die durchwegs super guten Soundtracks begeistern mich jedes Mal aufs Neue. Heute werde ich mit euch über meine Leidenschaft zu Sonic sprechen. Hi, ich heiße nicht nur Fabian, sondern euch auch herzlich willkommen in meinem kleinen Zockerreich. Natürlich heute mit dem Fokus auf Sonic. Was ist für dich der beste Teil? Sonic the Hedgehog 2, das Spiel, mit dem ich in die Reihe eingestiegen bin, welches vom Leveldesign wirklich super ist, welches ich mit Freuden gespeedrunnt habe und da mittlerweile eine Spielzeit von 90 Stunden auf der Nintendo Switch habe. Und ja, natürlich auch die Einführung von Miles Tails Prower. Es gibt einfach unfassbar viel, was ich an diesem Spiel liebe, aber ich denke, sehr viel hängt auch mit Nostalgie zusammen. Aber wenn wir jetzt rein vom qualitativ besten Spiel ausgehen, welches mich auch am glücklichsten gemacht hat, dann ist es Sonic Mania. Sonic Mania irgendwo ein Produkt der Fans, für die Fans, und da ist einfach so viel Herzblut und Liebe und alles, was an Sonic geil ist, drin. Dass ich sagen würde, Sonic Mania ist alles, was an Sonic gut ist und noch viel mehr. Ja, hier ist, ich sag mal so, mein Regal mit den Heiligtümern. Also es gibt viele Sachen, die haben so ihren eigenen Platz bekommen, so ihr eigenes Spotlight. Hier im Groben sind so Ecken, die sich auf mehrere Sachen konzentrieren, einfach so random Nerd-Stuff, den ich verdammt cool fand. Hier so ein bisschen der Fokus auf Disney oder auch hier auf schöne Bilder oder Geschenke. Und ja, hier die Stützpfeiler meines Lebens. SpongeBob, Mega Man, Mario, Sonic the Hedgehog. Ist Sonic Konkurrenz zu Mario und Crash? Schwer zu sagen. Ich glaube, mittlerweile ist er nicht mehr konkurrenzfähig so gegenüber einer Marke wie Super Mario zum Beispiel. Obwohl Anfang der 90er zum Release von Sonic the Hedgehog die Sega Mega Drive 2 Weihnachten in Folge sich besser verkauft hat als das Super Nintendo Entertainment System. Von daher würde ich sagen, ja, Sonic war mal Konkurrenz, hat sich aber mittlerweile eher als so ein Mitläufer etabliert. Ich würde sagen, Crash ist zum Beispiel auch nicht mehr das, was er mal war. Aber ich würde sagen, Sonic hat noch genau so viel Relevanz wie Mario und oder Crash, nur auf eine andere Art und Weise. Ja, hier habe ich so ein bisschen die Sachen aufgestellt oder auch wirklich präsentiert, mit denen ich coole Erinnerungen verbinde oder die ich einfach für mich selber immer mal haben wollte. Zum Beispiel diese beiden Vinylschallplatten und auch diese drei Figuren hier assoziiere ich mit dem guten Salo, denn die drei hat er mir mal zum Geburtstag geschenkt und die Vinyls habe ich auf der Gamescom mir geholt, als wir zusammen dort waren. Noch nicht einmal gehört. Auch nicht die digitale Fassung als Downloadcode, aber sie sehen cool aus. Ich würde sagen, ein Relikt der 90er, was jetzt aber auch letztes Jahr wieder neu aufgelegt wurde, die sogenannten Tiger Handhelds, die eigentlich dafür bekannt sind, außerordentlich schlecht zu sein. What do you get when you cross a tiger with a hedgehog? Electronic Sonic! It's Tiger's new Sonic the Hedgehog handheld game. Sonic fun for kids on the run. Energize yourself with power sneakers and the invincible cube. Use the supersonic spin attack to smash Dr. Robotnik's evil robots. Sonic the Hedgehog, supersonic fun for kids on the run. New from Tiger. Und da wollte ich auch schon immer mal einen von haben und habe mir dann sogar einen geholt, mit dem ich spielen kann und einen in OVP, falls die irgendwann mal richtig viel wert sind. Welches ist das schlechteste Sonic-Game? Also laut Rotten Tomato. Haha, es ist ja Sonic Boom oder viele würden auch sagen, es sind Sachen wie Sonic 2006 oder auch Sonic Forces ist auch ein Spiel, welches sehr vielen Leuten nicht gefallen hat. Ein für sich alleinstehendes Spiel, welches ich meiner Meinung nach als das schlechteste Sonic-Spiel von allen bezeichnen würde, ist Sonic Blast. Das ist für den Sega Game Gear, der damals echt schon am Aussterben war, rausgekommen. Und wurde dann nur in Brasilien noch für Sega Master System ein Jahr später portiert, komplett unangepasst an die Konsole, deswegen Bildausschnitte zu klein sind und so. Und das ist ein Spiel, das ist aber, nee.
Es soll so ein klassisches 2D Sonic Jump'n'Run sein, aber mit der Donkey Kong Country Technik, mit vorgerenderten 3D Sprites, was auf einem 8-Bit Handheld einfach grottenhässlich aussieht. Das Leveldesign ist uninspiriert, es steuert sich scheiße, es ist super kurz und ich hasse es. Ja, das hier ist das Spiel, welches irgendwo auch mein Einstieg in die Reihe war. Das ist Sonic the Hedgehog 2 für Sega Mega Drive. Ich würde sagen, auf jeden Fall von den klassischen Sonics das Beste und in meinem Herzen auf jeden Fall der All-Time-Favorite. Ist Sonic Forces wirklich so schlimm, wie viele sagen? Man hat sich viele Gedanken gemacht. Man wollte, glaube ich, irgendwo auch alle Fans irgendwie so ein bisschen pleasen. Zum einen die Nostalgiker mit Classic Sonic. Dem Ganzen fehlt so das gewisse Etwas. Also, man hat es so groß beworben, so groß gehypt, auch Infinite als neuen Bösewicht. Ich bin da mit einer sehr großen Erwartungshaltung rangegangen und am Ende hatte ich eine Hauptkampagne, die 3 Stunden lang war. Deswegen hat Sonic Forces einen schlechten Ruf. Ich finde, es hat aber trotzdem tief im Inneren einen guten Kern und deswegen habe ich es auch zu 100% gespielt und eine Spielzeit von 60 Stunden auf der Switch. Also irgendwo erkenne ich die guten Ansätze und auch die Arbeit, die da reingesteckt wurde, aber an den richtigen Ecken und Kanten oder an den wichtigen Ecken und Kanten vor allem, da hat es gefehlt, meiner Meinung nach. Hat Sonic 06 eine gute Story? Nein. Also die Story ist wirklich der größte, ich muss ein kleines bisschen ausholen. Das Spiel kam genau am Tag meines 11. Geburtstages raus und ich habe aus Hype eine Xbox 360 und das Spiel bekommen. Also ein gigantisches Geschenk für einen 11-Jährigen. Und die Story ist einfach der größte Spaß. Wie war der Sonic-Film? Also für mich persönlich eine riesen positive Überraschung. Ich meine, ihr habt alle mitbekommen, so der erste Trailer, dieses kontroverse Design von Sonic. Einige Leute aus meinem Bekanntenkreis sagen sogar, das wurde vorsätzlich so gemacht. Die hatten das eigentliche Sonic-Design, wie es im Film war, schon fertig und haben daraus so eine riesen PR-Aktion gemacht. Von wegen, wir hören auf die Fans. Weiß ich nicht genau, aber der Film an sich, wirklich eine der besten Videospielverfilmungen, meiner Meinung nach. Zwar jetzt nicht so nah dran am Kernmaterial, aber mit super vielen liebevollen Referenzen. Ich finde, es war ein schöner Familienfilm mit so einem Sonic-Rahmen drumherum. Und das war eigentlich auch genau das, was ich mir gewünscht hatte. Von daher, ich freue mich auf den zweiten Teil. Warum ist das Main-Theme von Sonic Colors so ein fucking Jammer? Ich würde es gerne beantworten, aber ich kann es nicht. Reach for the Stars ist einfach super gut. Ist so ein positives, geiles Lied, generell das ganze Opening zu Sonic Colors so gut, generell Sonic Colors so ein nice Spiel und Reach for the Stars, ein super schöner Song, kann ich jedem nur ans Herz legen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes auch im Gegensatz zu den doch sehr rockigen Stücken von Crush 40, diesmal mehr so in der Synthie-Pop-Richtung, ich kenne mich nicht wirklich mit Musik aus, aber ein super, super guter Song zu einem super, super guten Spiel. Das Spiel war halt von Anfang an direkt geil, ne? Also ich habe vorhin bei eBay Kleinanzeigen geholt, nicht mal wirklich geplant ein Video dazu zu machen, das war einfach direkt lieber auf den ersten Blick so. Alles geil, Gameplay, mal wieder in einem 3D-Sonic-Teil für die Wii, ne? Ich guck dich an, Sonic und die Geheimringe, mal wieder richtig, richtig nice und generell gute Länge, schöne Story, einfach so will ich Sonic haben und das auch zukünftig bitte. Wie finde ich die Sonic-Community? Irgendwo natürlich cool, weil alle etwas eint. In diesem Fall ein blauer Igel, der Turnschuhe trägt. Aber trotzdem natürlich auch sehr viel Cringe-Potenzial. Aber ich denke, das ist bei den meisten Communities so. Von daher kann cool sein, muss aber nicht. Ich bin trotzdem gern Teil davon. So.